Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich begrüße euch ganz herzlich bei mir hier auf dem roten Sofa zu einer neuen Folge des Whisky-Clubs. Jawohl! Und heute geht die Reise, wie in den meisten Fällen auch, nach Schottland. Jawohl, hin zu einer, nein, ich sage nicht Destillerie, sondern zu einer Whisky-produzierenden Firma, von der ich hier schon einiges getestet habe. Die Rede ist von Johnny Walker, der meistverkaufte Scotch-Whisky der Welt. Johnny Walker, wie gesagt, keine Brennerei, sondern eine Whisky-produzierende Firma, gegründet 1819 schon von einem gewissen John Walker. Er betrieb damals einen kleinen Laden, in dem er Tees blendete, vermählte, und er kam irgendwann auf die glorreiche Idee, dass man das ja auch vielleicht mit Whiskys machen könnte, und er kreierte seine eigene Marke, Johnny Walker. Ja, und das tat er mit so großem Erfolg, dass, wie gesagt, Johnny Walker heute die größte, der meistverkaufte Scotch Whisky auf der Welt ist, 170 Millionen Liter jährlich. Boom, das ist eine Marke. Und ja, bekannt vielleicht vor allem für den Red Label. Das dürfte so der am breitesten verfügbare Johnny Walker Whisky sein. Ich habe aber hier schon einige getestet, die es eben nicht so oft zu kaufen gibt. Unter anderem auch zum Beispiel diesen speziellen Blade Runner Whisky, der limitiert war, der mittlerweile auch nur noch zu Mondpreisen erhältlich ist. Und ein Rye Finish habe ich probiert. Ich habe auch ja, letzte Woche den White Walker probiert. Auch der limitiert, aber leider nicht besonders gut. Hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und heute werde ich euch den Premium Whisky von Johnny Walker vorstellen. Also die teuerste breit verfügbare Ausgabe des Johnny Walker. Die Rede ist vom Blue Label. Hier steht er. Normalerweise recht teuer, weit über 100 Euro. Ich habe ihn Gott sei Dank günstig bekommen bei Amazon Cyber Monday Woche. Da gab es den mal an einem Tag für unter 100 Euro. Ich glaube 98 oder so habe ich für den gezahlt. Und dann dachte ich, komm, spring über deinen Schatten, jetzt holst du dir mal eine Flasche. Weil normalerweise ist der überhaupt nicht mein Beuteschema. Warum? Das werde ich euch gleich erklären. Ich schenke erstmal ein Gläschen davon ein, lasse den ein bisschen atmen und erzähle euch etwas, nein, zeige euch die Flasche. So sieht sie aus. Schweres, dickes Glas, also ich hebe mir hier fast einen Bruch, weil das Ding echt richtig massiv ist. Schaut euch mal diesen fetten Glasboden hier unten an. Schön gemacht, hier auch mit so einem kleinen Siegel. Das Ganze kommt daher in einer sehr, sehr wertigen Pappschachtel. Das kann man hören, wie wertig die ist. Gut gemacht. Wenn man sie aufklappt, dann ja, wird der Whisky da wunderschön drin präsentiert. Magnetverschluss, alles was das Herz begehrt. Ein Verschenkartikel, würde ich mal sagen, für einen Jubilar. So, ab 60, 65 Jahren aufwärts. Warum ich normalerweise um solche Flaschen einen weiten Bogen mache, das ist schnell erklärt. Das kann man schon anhand der Daten erkennen. 40 Volumenprozente Alkohol, also das absolute Minimum. Darunter dürfte der sich gar nicht Whisky nennen. NAS, Non-Age Statement, das heißt, hier ist keine Altersangabe drauf. Sie schreiben zwar, dass das aus den Premium-Whiskys, aus den Premium-Fässern kreiert wurde, ein ganz besonderes Stück aus den allerbesten Fässern, die sie überhaupt bekommen. Nur welche Fässer das sind, welche Single Malts oder Grain Whiskys hier drin enthalten sind, keine Angabe darüber. Dann ist er auch noch gefärbt und er ist kältefiltriert. Alles für mich normalerweise Ausschlusskriterien. Und er ist eben, wie gesagt, auch noch ziemlich teuer. Das kommt noch oben drauf. Deswegen habe ich den über Jahre hinweg zwar gesehen,
aber bin immer dran vorbeigegangen. Ich habe gedacht, das ist überhaupt nicht mein Beuteschema. Ich möchte möglichst naturbelassene Whiskys haben. Ich möchte Whiskys haben, in denen mir Informationen geliefert werden. Dazu gehört zum Beispiel, ihn nicht zu färben. Das ist für mich eigentlich ein No-Go, weil ich möchte die Originalfarbe des Whiskys sehen und ich möchte daraus meine Schlüsse ziehen. Ich will nicht, dass da Zuckercouleur rangeklatscht wird. Und so weiter und so weiter. Deswegen, wie gesagt, überhaupt nicht mein Beuteschema. Für mich ist dieser Whisky tatsächlich wie ein Dinosaurier. Etwas, das eigentlich ausgestorben ist. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Das ist die alte Art der Whiskyproduktion, in der man den Kunden mit irgendwelchen verlockenden Sprüchen und einem schönen Packaging anlockt, aber indem man ihm wirklich, was Informationen betrifft, völlig außen vor lässt. Ne? Da wird so eine Geheimniskrämerei betrieben, die ich nicht mag. Zu lesen stehen dann so Sachen wie Only Select Casks, also nur ausgewählte Fässer, und so weiter und so weiter. Es wird nicht mal erwähnt, wie hoch der Anteil an Single Malts ist und wie hoch der Anteil an Grain Whiskys ist. Nicht mal das bekommt man. Da muss man sich dann schon im Internet auf Spurensuche begeben. Und dann liest man, ja, der Anteil der Malt Whiskys beträgt wohl 80%, Grain Whiskys dementsprechend nur 20%. Das ist schon mal gut, das hätte ich gerne gelesen. Die ältesten Whiskys, die in diesem Blend enthalten sind, sollen angeblich 50 Jahre alt sein. Kann man lesen im Internet, ja. Der größte Anteil der Malt Whiskys soll 21 Jahre und älter sein. Schön, hätte ich gerne gewusst. Ne? Aber da muss man, wie gesagt, auf Spurensuche gehen. Und ansonsten, wie gesagt, erfährt man nichts. So. Das, was man jetzt erfährt, das ist letztlich das, was man im Glas hat. Also eine ziemlich riskante Kiste für so viel Geld. Kann gut sein, kann schlecht sein. Bei Johnny Walker habe ich beides erlebt. Ne? Aber ich habe mal Vertrauen in die Masterblender. Ich weiß zum Beispiel, dass John Glazer, der Gründer von Compass Box, früher bei Johnny Walker gearbeitet hat. Und John Glazer ist ein Guter, der weiß, was er tut. Und deswegen hoffe ich mal tatsächlich, dass dieser Whisky diesen hohen Preis gerechtfertigt ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich halte mal meine Nase rein. Süße, fruchtige, samtige Süße. Sehr, sehr angenehm, schmeichelnd und weich in der Nase. Ich meine mir auch einzubilden, eine gewisse Reife und ein gesetztes Alter herauszuschnuppern. Alte Whiskys tendieren ja dazu, so einen Geruch von Honigwaben und Leder mitzubringen. Beides finde ich hier wieder drin. Sowohl die Waben, das Wachs dieser Waben, als auch so einen feinen, süßen Ledergeruch. Die Nase ist ausgezeichnet. Das kann man nicht anders sagen. Dieser Whisky ist komplex, ausbalanciert, kein Rauch drin. Er ist wirklich weich, süß und gefällig. Bisschen Honig, bisschen Nuss, aber auch da nur die süßen, weichen Nüsse, sowas wie Cashew-Nüsse. Feines Eichenholz, ein ganz, ganz feines Eichenaroma, sehr, sehr angenehm. Und ein Anklang von Trockenfrüchten, allerdings von hellen Trockenfrüchten. Sowas wie getrocknete Feigen, helle Rosinen, Datteln in die Richtung, ne? Ja, toll. Also die Nase verspricht einiges. Schauen wir mal, ob der Whisky das Versprechen auch halten kann.
Ja, ja, was die Nase verspricht, weiß der Gaumen, der Geschmack durchaus zu halten. Auch hier wieder eine unheimlich gefällige Süße. Also mir lag schon fast der Begriff Likör auf der Zunge, aber ich bin normalerweise kein Likör-Fan. Aber er ist für einen Single, also er ist ja kein Single Malt, er ist für einen Malt Whisky, für einen Scotch Whisky, ist schon sehr, sehr weich und süß. Ne? Also das ist tatsächlich so ein absoluter Gaumenschmeichler. Mm. Jetzt hat er tatsächlich auch einen ganz leichten Anflug von Rauch. Den habe ich in der Nase nicht gehabt, aber jetzt auf der Zunge spüre ich ihn. Der gibt dem ganzen Whisky noch eine andere Wendung, eine gewisse Komplexität. Weg von dem reinen Vanille, weg von dem reinen Toffee, hin zu einem etwas würzigeren Charakter. Was auch interessant ist, ist, er hat ja nur 40%. In einem Blind Tasting hätte ich ihn aber vermutlich höher eingeschätzt. Vermutlich schon bei 43% angesiedelt. Also er ist unheimlich aufgeladen mit Aromen. Die Früchte, die Trockenfrüchte, wieder sehr, sehr präsent. Diese Süße, bisschen Heidehonig, das Bienenwachs, das addiert sich, summiert sich auf zu einem sehr, sehr schönen, eleganten Whisky. Also es ist einer der elegantesten Whiskys, die ich bisher probieren durfte. Sehr geschmeidig, sehr samtig, sehr ölig. Jetzt so im Nachgeschmack hätte ich mir gewünscht, dass er noch ein paar Volumenprozentchen mehr hat. Aber er ist mit 40 tatsächlich perfekt am Limit. Also absolut ideale Trinkstärke, weil er eben so aufgeladen ist mit Aromen. Muss ich nochmal probieren. Mhm. Oh. Geht runter wie Öl. Ah. Jetzt kommt hinten raus, kommen so Kaffeearomen, gerösteter Kaffee, die leichte Bitterkeit von rohem Kakao, Kakaopulver, Nussigkeit, ja, also sehr, sehr schön ausgewogen und ausbalanciert. Also muss schon sagen, alle Achtung, wer den komponiert hat, der hat Ahnung von seinem Geschäft, das kann man nicht anders sagen. Das Finish auch überraschend lang für so einen schwachbrüstigen Whisky, sage ich jetzt mal. 40 Volumenprozente, ich kann es nur immer wieder betonen, ist halt wirklich die absolut untere Grenze. Dafür ist er aber sehr, sehr schön und präsent. Doch, langes Finish, jetzt trockener werdend. Diese Kaffee-, Kakao-Aromen, Röstaromen kommen jetzt nochmal durch. Vielleicht so ein bisschen Sandelholz noch. Es ist schon, da ist schon was zu entdecken. Also der macht schon Spaß. Der macht schon Spaß. Ist er mir jetzt den Preis wert? Preis-Leistungs-Verhältnis, ja? Stichwort. Muss ich ehrlich sagen, also für unter 100 Euro bereue ich es nicht. Ich würde ihn mir wahrscheinlich auch zu diesem Preis nicht nochmal kaufen. Für über 100, ich weiß nicht, was er so normal kostet, 120, 130 Euro, wäre mir zu teuer. Würde ich nicht machen. Aber gut, das ist immer eine ganz persönliche Geschichte, vollkommen subjektiv. Ich meine, wer Geld wie Heu hat, für den sind 130 Euro Peanuts. Wer bei Daimler am Band steht, für den ist das eine echte Marke. Also von daher will ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ob der nun Preis wert ist oder nicht. Mein Fall ist es in dem Fall nicht. Ich würde mir diese Flasche nicht mehr kaufen. Wenn er nochmal irgendwann zu einem super duper Sonderpreis erscheinen würde, sagen wir mal 60-70 Euro, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich ihn mir nochmal kaufen würde. Aber das ist eher unwahrscheinlich. So, aber ich bin ja hier, um den Geschmack zu bewerten. Und der Geschmack und der Geruch und das ganze Erlebnis, das ist durchaus ansprechend. Doch, bin ich positiv überrascht. Und gebe dem guten Blue Label 91 von 100 Punkten. Schon ein Premium-Whisky. Für das Geld gibt es Besseres, ja, durchaus.
Single Malt Whiskys mit höherem Alkoholvolumenprozenten, mit intensiveren Aromen, mit komplexeren Aromen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das durchaus so stehen lassen, wie er hier ist. Und ich denke, die 91 sind für mich gerechtfertigt. Kann ich mit leben. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den schon mal im Glas gehabt? Was haltet ihr von dem? Schreibt es mir mal unten rein, würde mich mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war's. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann seid ihr mal up to date. Und nächste Woche gibt es ein neues Tasting. Ich freue mich auf euch. Habt eine schöne Woche. Macht's gut.